Hallo ihr Lieben, 19 Uhr und mein blödes Video hat hier aufgenommen. Bin gerade nach Hause gekommen. Meine Insta-Box ist gekommen. Mit vielen, wie ich finde, schönen Sachen. Die zeige ich euch da auch. Passt mal auf. Als erstes haben wir ein Matte Liquid Matte Lips. Halt gerade auf. Ist zwar nicht ganz mein Ton, aber geht. Von Gosch ist der. Hier stehen immer keine Preise dazu, müsste ich online kicken. Kann ich euch leider nicht sagen, aber denk mal, die werden auch schweineteuer sein. Jo. Soll den ganzen Tag lang halten. Das werden wir erstmal testen. Naja. Kicken wir mal. Dann haben wir von Annie einen wunderschönen Nagellack. Ja, Los Angeles, Miami, New York. Der Annie Nail Polish enthält das speziell entwickelte Expert-Gel. Dieses bildet einen Schutzfilm, der die Deckkraft des Lackes verstärkt. Sieht ganz gut aus. Ist so ivory. Golden Ivory. Hat so einen Schimmereffekt. Find cool. Mag ich. So, die Lippenstift mag ich hoch. Dann haben wir hier eine ganz coole Wimperntusche. Von Anastasia oder Anastasia Beverly Hills. Brandneu. Jo. Eine Volumenmascara für wunderschöne Wimpern mit Verlängerungseffekt. Ich habe eigentlich von Natur aus schon lange Wimpern. Kicken wir mal. Da komme ich gerade unter der Dusche vor im Studio. Ich gehe mit meinem Mann da immer noch essen. Da ich hier die Schminke wie ein Panda-Bär. Und er sagt er mir das nicht mal. Nee. Da muss mir erst die Dame, die hier arbeitet, sagen. Männer. Dann ist von Revlon Professional ein All-in-One Haarpflege drin. Schenkt trockenen und strapazierten Haaren mehr Volumen, einen unwiderstehlichen Glanz und hilft das Haar wieder aufzubauen. Alles gut. Dann haben wir drin eine Flüssigseife. Eine Flüssigseife ist immer schön, von Natur schön. Zitrone und Rosmarin. Kann man immer brauchen. Dann ist drin Augenpads, Lifting-Effekt. Kommt gleich im Kühlschrank. Und die hole ich mir auch immer. Glow-Konzentrat, Perfect Skin. Die hole ich mir immer bei DM. Jo. Und dann ist noch drin, war hier drin, habe ich schon ausgepackt, ein wunderschönes Parfüm. Sieht niedlich aus, war wie ein kleines Schloss. Habe ich mir gerade reingemacht. Riecht sehr schön. Ist ein schwerer Duft. Ist ein Ultra Oil Parfüm. Luxuriöser Duft, der ihre Sinne verführt. Saftig schwarze Johannisbeere bestimmt den Auftakt der Kreation. Knackiger Pink Lady Apfel und natürliche Bergamotte aus Italien. Mit pinkem Pfeffer. Aprikosennektar. Tuberose, ich habe Tuberkulose gelesen. Was ist denn hier drin? Da brauchst du aber wirklich nur einen Tropfen von. Also das duftet alter Vater. Denke, so ein schwerer Duft ist nicht für jemand. Ich liebe das, aber ich bin ja auch ein Chanel-Typ. Von daher, ja, dann haben sie reingepackt. War zu naschen natürlich. Kann ich nicht essen. Ferrero Rocher Weiß mit Haselnuss. Ich habe eine Haselnussallergie. Aber ist nicht so schlimm. Da finden sich immer Abnehmer für. Und dann sind drinne Wumms. Perfect Glow. Das sind zuckerfreie und vegane Vitamingummis. Mag ich. Hab ich ja auch immer hier. Jo. Da sind sie. Genau. Der perfekte Glow Gummy verleiht ihren strahlend schönen Haut, Haare, Nägel durch alle notwendigen Beauty Booster. Vitamin B. Vitamin A, B6, B12, C, D3, E, Jod, Biotin, vegan und zuckerfrei. Zwei leckere Vitaminfruchtgummis mit hochkonzentrierten Beauty-Vitaminen. So groß sind sie. So lecker. Sind nämlich nicht alle lecker. Kann ich mir glauben. Ja, und das war's. Was drin war. Eine Wimpernspirale, das sieht ausgestattet. Lippenstift, Nägel, Lifting-Effekt. Für die Haare, zum Duften, ein schönes Parfüm, zum Kilo ranfressen ein paar Schokolade und Vitamingums. Alles gut. Alles dabei. So bei den Dingen brauche ich euch nicht hinpacken. Wa? Ich will es eigentlich noch mal zu bequem zu suchen, aber das ist die Insta-Box. Ganz normal. Gebt da einfach ein. Ist schön. Und wie kommt ihr mit eurer Farm zurecht? Alter Vater. Dachte ja schon bei 10 Cent Pflanze ist Schluss, wie früher war. Jetzt ist die 5 Cent Pflanze, danach ist auch noch nicht Schluss. Und jetzt geht es in 0,2
2 Schritten weiter. Für 10 Wasser kommst du nur 0,2 weiter. Insgesamt braucht er 35.000 Wasser, um eure Farm zu schaffen. Nur mal am Rande. Wer das sich berechnen will, wer jetzt sagt, ich kriege am Tag, sag mal, 500 Wasser, der kann sich ausrechnen, wie lange er braucht. Ich habe sonst immer für meine Farm, weil ich viel Hilfe habe von Freunden und wir haben so eine Gruppen, habe ich meine Farm immer in 6 Tage geschafft. Jetzt bin ich schon bei Tag 9 und bin erst bei der 5-Cent-Pflanze, bei 92%. Sagt mal, wenn ihr 1000 Wasser am Tag kriegen würdet, auf so viel komme ich, brauchst du 35 Tage. Wisst ihr Bescheid, wie lange das jetzt dauert? Aber wie gesagt, ist gratis, man muss es nicht spielen, wenn ihn so aufregt. Alles gut. Genießt den Abend. Mach ich hoch. Große Backen kommt nachher.